Nur mit großer Vorsicht berührt Wolfgang Uksche die zwei alten Fahnen ehemaliger Gesangsvereine aus treuen Brietzen. Reine Gesangsvereine hat man schon vier im Ort und die sind auf verschiedenen Festen und allen möglichen Veranstaltungen aufgetreten. Man hat sich gegenseitig eingeladen, wenn Jubiläum gefeiert wurde. Und das war eben eine ganz starke Sängerbewegung in Deutschland überhaupt und somit eben auch hier in Treuenbrietzen. Gesangsverein Concordia und Treuenbrietzner Gesangsverein. Beide gibt es heute nicht mehr. Und auch ihre Fahnen aus dem 19. Jahrhundert zerfallen teilweise, können längst nicht mehr ausgestellt werden. Das wäre dann wahrscheinlich das letzte oder vorletzte Mal. Die sind eben so brüchig, die Seide. Die sind ja aus Seide, von beiderseitig bestickt. Und wenn die nicht vernünftig aufbewahrt werden, dann bröckelt diese Seide, die wird rissig, die wird trocken und zerbröselt. Und das müssen wir eben versuchen, die Reste zu erhalten und oder auch wieder neu zu besticken, was natürlich eben auch sehr kostenintensiv ist. Um die Fahnen zu restaurieren, wird viel Geld benötigt, rund 15.000 Euro. Eine Summe, die der Heimatverein allein nicht aufbringen kann und sich deshalb über jede Spende freut. Wenn wir erstmal eine dann in Arbeit geben können, dann sind wir auch schon zufrieden und die andere wird dann folgen. Also das dauert ein bisschen, das geht so schnell nicht. Die Fahnen sollen nun erst einmal zwischengelagert werden, um sie vor weiteren Schäden zu schützen. Licht- und Temperaturschwankungen würden den Zustand nur noch verschlimmern. Und wenn es die Gesangsvereine schon nicht mehr gibt, dann sollen zumindest ihre Fahnen künftigen Generationen erhalten bleiben.